Hallo und willkommen zurück zu Green Hell. Hallo. Auf geht's, weiter machen und arbeiten. Los, hopp. Direkt wieder in die Vollen. Ja. Muss das sein? Ja. Warte, war hier nicht gerade jemand? Oder war das die andere Seite? Auf der anderen Seite war doch der Typ. Achso, ja, dann. So, dann holen wir uns mal noch mehr Stöcke. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Und dann fangen wir von vorne wieder an. Genau. So ist das beim Bauen. Hallo? Hallo? So, jetzt. Hallo, hallo, hallo. Wie geht's dir so? Ganz gut. Und dir? Auch gut. Das ist schön. Ja. Oh, ich hab irgendwas. Oh, oh, muss ich kommen? Nein, ich hab das schon. Ich würde dir sofort zur Hilfe eilen. Das glaube ich dir. Okay. Aber ich bin sehr, sehr schmutzig. Oh, da muss ich auf jeden Fall kommen. Warte, ich bin am Weg. Nee, waren bloß Ekel, alles gut. Aber ich mag es doch, wenn du schmutzig bist. Ich mag es auch, wenn ich schmutzig bin. Ach, ist das oh. Schön. Die Wand muss zuerst, weil hier kann ich dann die Dinge. Ach ja. Ja? Ja. Gut. Mhm. Hier war noch was zu trinken in einem Becher. Bisschen altes Wasser ist immer gut. Ja, so ein bisschen abgestanden. Ja. Hm. Dann schmeckt das am besten einfach. Mhm. Hm. Der könnte ruhig ein paar mehr Stöcke nehmen. Pff. Ehrlich, der stellt sich immer an, ne? Ja, echt. Ich finde, der könnte viel mehr Matsche nehmen. Ja, finde ich auch. Zwei zumindest. Also, ja. So, du musst ja ständig, bist ja nur am Laufen hier. Kilometergeld und so. Ach, ja, es ist echt anstrengend hier. Ja. So, einmal Palüm. Dann setzen wir jetzt die Mauer da dran. Palüm, Palüm. Und dann können wir mal gucken. Hä? Wo ist denn... Mauer? Ah, da. So. Jetzt können wir den Pflanzpott dahin. Nein, der war hier. Setz hier überall Blueprints hin, ey. Ich weiß, wie lange das dauern wird, bis die voll sind. Das ist egal. Wieso geht das hier nicht? Und halt versetzt. So, und hier ist für Bambus, okay? Jo. Eine Kokosnuss, Kokosnuss. Ich finde, die Vögel, die könnten ja einfach mal viel mehr Federn irgendwie so verlieren. Ich würde gerne ein Vogelhäuschen bauen. Hm, das wäre toll. Könnten die ruhig noch zufügen, oder? Hm. Naja, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal. Kann man die hier eigentlich auch sammeln? Nee.
Nein, jetzt wird nicht geschlafen, hör auf zu gehen. Du sagst, der soll nicht schlafen und meiner sagt, I need to rest. Aber hast du gehört, ne? Klaus, wird nicht hier schlafen. Ja, also ehrlich, die ganze Nacht, da sind sie hier auf dem Bein, weißt du? Am rumrammeln wie die Doofen. Und dann tun sie so, als wären sie müde. Wer rumrammeln kann, der kann auch arbeiten. Richtig. Könnt mal wieder was gebrauchen, aber hier ist nicht. Benenchen oder sowas. Mann, weg mit dir, Psychiatria. Wir wollen dich nicht. Du hast hier überhaupt keinen Nutzen, okay? Also weg. So. Feierabend jetzt hier. Echt? Ich hab das Ding aber gemacht. Was für ein Ding? Das Ding. Diesen einen Unterstand. Oha. Ja, weil ich da immer hängen geblieben bin dran. Jetzt ist er weg. Na gut. So, gießen. Weichen. Ja, was haben wir jetzt gerade nicht? Und dann mache ich mir eine leckere Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. nicht rest. So, und dann muss ich mich auch noch waschen. Oh. Ja, ich bin auch schon wieder dreckig wie Sau. Dein Klaus da. Lalalala. Klaus ist da. Ich bin Klaus. Ich bin da. Aber kein Kai, so. Oh. Blätter packe ich jetzt mal hier hin. Ich habe geholfen. Ja, du atmest auch sehr schwer. Das war auch anstrengend immer. Ja. Hier liegt eine Jeans rum und die können wir nicht anziehen. Gut, ist wahrscheinlich eh zu warm für. Und das den ganzen Tag mit ihr spielen, weißt du das? Ja, das ist. Ich verstehe das. Es macht halt wirklich Spaß. Das stimmt. Klaus ist müde. Ja. Udo auch. Ganze Nacht Hottentottenpartys gefeiert, weißt du? Hottentotten. Oh, ich gehe mich nochmal waschen. Von mir aus können wir uns dann mal ein Stündchen hinlegen. Dann sollten wir das einzeln machen, dann vergeht die Zeit nicht so schnell. Das stimmt. In die Dress. Wer will dir den Rest haben, weißt du? Herrlich, du. Ich geb dir gleich den Rest. Oh. Wie müde bist du denn? Bist du schon rot? Ich nicht, nö. Nee, ich bin auch noch nicht rot. Ja, aber sonst haben wir wieder so viel und so, weißt du? Möchtest du zuerst oder soll ich? Ja, kann ich machen. Geh du mal schlafen, Schatz. Ich leg mich mal ein Stündchen hin, okay? Ist in Ordnung. Ja, Schatz. Nee, eine Stunde schaffe ich nicht. Schaffst du nicht? Nee, ist viel zu lang. Hm.
Oder? Muss ja nicht ganz voll sein. Nee. Wir müssen ja dann aber die Nacht irgendwann mal wieder schlafen und so. Ja, so, ich finde, das reicht. Bin fertig. Okay. Speicher dann direkt auch mal, ne? Ja, dann gehe ich jetzt, ich lege mir immer eine Stunde hin, ja? Wie machst du denn hier eine Wand hin? Ach so, wir Weil haben ich da noch. überlegt habe, diesen Kamin da hinzusetzen. Ah, okay. Und hier draußen machen wir denn überall Pflanzpötte noch? Ja, so mit Blümchen und so. Sollen wir vielleicht hier Ja. auch noch so ein Ding Mir hinsetzen? geht es schlecht. Warum? Weil ich, Weil ich nicht neben dir liege. Ach, das ging ja auch nicht. das, aber ich brauche Essen und so. Gut. Nein, nein. Was brauche ich denn? Kohlenhydrate und ein bisschen Wasser, aber sonst geht. Wasser und Kohlenhydrate. Wir brauchen eindeutig mehr Bananen. Wir haben auch noch ein paar davon pflanzenmäßig, aber wir haben halt nur eine hier hinten stehen erstmal. Ja, wir hätten neu laden sollen. Natürlich nicht, um das Spiel zu veräppeln. So was würden wir uns nie trauen. Nein, würden wir nicht. Sowas machen nur böse Menschen. Oder Verzweifelte. Mann, jetzt nimm doch die kleinen Stöckchen hier. Die kleinen Stöckchen. So, die sammeln wir jetzt mal, weil wir müssen ja neue pflanzen. Einmal das und dann könnt ihr ein neues euch rein. Achso, jetzt brauche ich ja wieder Wasser. Gartenarbeit ist so anstrengend. Wasser, Wasser. Mir fällt kein Reim ein. Wasser macht Spaß als andere Sachen. Getrunken haben wir schon mal. Dann machen wir noch eine leckere Pilzsuppe. Ach, jetzt hör doch auf. Hast du nicht gerade geschlafen? Nö. Doch, aber nee, ich weiß nicht. Seine Axt ist kaputt gegangen. Ach Und die so. ganzen Bambusdinger liegen im Wasser. Na toll. Oh. Das ist nicht gut. Kai, ich hol bloß schnell den Bambus hier raus. Dem Bannbups. Ah! Was ist er da? Ich, nein, ich bin reingefallen. Doch, du wolltest doch da rein. Nein, ich wollte den Bambus rausholen und nicht da reinfallen. Ach so, okay. Komme ich nicht mehr ran. Kannst du den im Schwimmen nicht nehmen? Nee, dann lässt dann los, der Depp. Wie ich gerade gelernt habe. Aber ich hab'n. Zumindest ein Teil. Ein Und da Geborener hinten da ist hinten? übrigens Nachbarschaftshilfe, ist da. Ja, aber wollte ich gerade so was Ähnliches sagen. Also, dass sie zumindest immer noch da sind. Und nochmal waschen. Dann machen wir ein Süppchen. Damit. Mehlensüppchen. Lecker. Was denn? Oh shit. Was hätte denn jetzt schon wieder? Ich weiß nicht, Der was der Udo manchmal ist hat. nur am Meckern, ey. Ja, ich habe keine Ahnung. Der Udo ist immer so ein bisschen aufgeregt. Braucht man denn noch so? Immer noch Kohlenhydrate, ja gut. Ja, dann Nee, komm nicht an diesen Bambus. Doch, gehen an wir einen eins mal. zumindest. An den bin ich rangekommen. Ach, ich bin so dämlich. Nein, sag sowas niemals. Ja, das war schon ein bisschen dämlich jetzt. Der Eingeborene, der rennt hier ganz aufgeregt. Nee, ich komme da nicht ran. Das gibt's nicht. Manu. Machen wir hier über die Kisten so ein grünes Dach? Ja. Also, weißt du? Weil ich finde, das sieht ganz hübsch aus eigentlich. Mal machen. Okay, dann mache ich mal Almendach.
Oh, ich habe einen Parasiten. Wo habe ich denn den jetzt her? Ich habe gar nichts gegessen. Ach doch, die Nuss habe ich gegessen. Ah. Da ist man einmal ein bisschen schmutzig, ja? Der Udo ist richtig sensibel. Dabei bist du sonst so sauber immer. Ja, ehrlich. Da. Okay, Udo. Oh Gott, wie viel liegen denn hier noch? Ich hol mal noch so einen Pilz, ne? Ja. Haben wir hier noch so einen Pilz vielleicht? Nein, hier ist nicht mehr so ein Pilz. Scheiße. Das ist Udo nicht so gut. Die roten Pilze. Vielleicht finden wir ja noch welche, Udo. Sind hier irgendwo rote Pilze? Nein. Guck mal mit, ob ich welche finde, aber hier sind keine. Ja. Ach, Udo. Dann füll halt erstmal das Wasser hier auf. Hä? Was hältst du denn davon? Hä? Warum geht denn das nicht? Was denn? Das Wasser aufzufüllen. Weil das vorhin bei mir auch nicht ging. Vielleicht? Ach doch, jetzt geht's wieder. Nein, Udo, höre auf zu gähnen. Der Mann furchtbar. Ich habe immer so Angst, wenn ich in die Nähe vom Wasser gehe, ne? Ich zu weit oben irgendwie unten bin oder so. Geh doch jetzt endlich mal schlafen, Mensch. Ich? Ja. Warum? Ich war doch schon schlafen. Ich denke, du warst nicht. Doch, ich war schlafen. Ich brauche rote Pilze. Ach so. Ich habe einen Parasiten. Der Parasitär mein Essen mit verzehrt, weißt du? Ekelhaft. Aber ich will jetzt auch nicht hier rüber gehen, weil da steht nämlich so ein Typ. Also Seerosenblätter verhindern Warte, ich komm. Seerosenblätter verhindern machen Lebensmittelvergiftung weg. Ach, au! Typ. Was? Ach so, dann nehme ich mir hier so ein Seerosenblatt. Stirb! Dann ist ja kein Thema, dann esse ich so ein Ding. Stirb doch bitte. Hä, ich dachte, du hast einen Parasiten. Ich habe einen Parasiten. Nein, nicht so, sondern in Suppe. Jetzt stirb doch endlich! Alter. Die machen Lebensmittelvergiftung weg und keine Parasiten. Jetzt! Triffst du ihn überhaupt? Ja. Ich komme dir gleich darüber. Ich komme dir gleich darüber, Mann. Jetzt stirb. Stirbst du bitte jetzt? Warte, ich komm mit. Der macht gar nichts. Ach jetzt. Der hat voll den Penis. Hast du das gesehen? Der hat einen Pipi-Matz mit dem Bike ab. Der hat voll den Penis. Passt du auf mich auf, während ich darüber gehe und Pilze hole? Und Vogel, den nehme ich. Okay. Ich nehme mal die Pilze mit hier. So. Komm mal mit. Kommst du wohin? Mit? Da hinten sind Bananen. Wenn wir jetzt schon mal zu zweit hier sind. Hier kommt was. Ich will gern an dir vorbei. Was? Hier kommt gar nichts. Sag nicht sowas. So, und ich möchte gerne das Herz. Wenn wir schon mal da sind. Ach, ein Gürteltier kommt. Arschloch. Mann, nicht dieses blöde Blatt. Oh, laufen. So, gut. Haben wir alle Bananen gesammelt? Ja, okay. Ich glaube. Wo bist du? Hier, bei dir. Warte. Ich habe mich einmal gedreht, dann habe ich dich nicht mehr gesehen. Sind hier keine dicken Stämme? Guck mal, wie er hier liegt. Der hier?
Ja, der ist... Kille, kille, kille. Na du? Was war das? Er fand's eklig, glaube ich. Ach so. Willst du jetzt Menschenfleischsuppe machen? Trau mich nicht. Dann mach ich's kaputt. Nee, eins, lass mal eins, bitte. So, ich mach dir eine Suppe, okay? Ja, mach mir mal eine Fleischsuppe. Wenn ich bitte. Das mache, weiß der ja auch gar nicht, was da drin ist, der Eben, Udo. Ich gucke extra woanders hin. Ja, ja. Ja, da ist ein Platz. So. Oh, ich habe eine Menge. Ich habe 10 Bananen. Nicht schlecht. Die werden mit Sicherheit schlecht. Liebling, ich habe gekocht. Ja, Schatz, ich komme. Warte, ich packe nur noch ein paar Bananen hier rein. Ich muss mich dringend waschen. Da passt noch eine hin. Eine esse ich noch. Schatz, warte, ich komme. Was hast du denn Leckeres gekocht? Ich habe dir leckere Fleischsuppe gekocht. Hinten in dem Pöttchen. Für dich nur. Das ist aber nett von dir. Ja, hast ne? Wasser? Minus 45 geistige Gesundheit. Okay. 45! Ich sollte, glaube ich, nirgendwo hingehen gerade. Warte, ich mach dir noch eine bessere Fleischsuppe. Aber warum? Der kann das gar nicht wissen. Kann man das? Nee, kann man nicht. Hier, warte, ich hab Fleisch für dich, dann gebe ich dir das erstmal. Bleib mal am Feuer stehen, vielleicht hilft das auch. Ja. Hier. Und ich hol dir noch Garnelen für die Suppe. Weil das, glaube ich, auch gut für geistige Gesundheit. Sind keine da. Na gut, dann mach ich eine Fischsuppe, ja? Ja, ich, ja. Bleib mal ein bisschen da stehen, das tut dir gut. Mhm. Das regeneriert auch schön 2 geistige Gesundheit, die Nähe zum Feuer, ja? Ja. Hab ja nur 45 verloren. So. Aber das ist voll unlogisch, ne? Naja. Bisschen vielleicht, aber theoretisch weiß er ja, dass das eben nicht so. Also, dass es halt so ein Zeug ist, weißt du? Brauchst du nee, gerade noch Kohlenhydrate? Nee, ne? Ja, brauche ich. Hier ist noch so eine Frucht. Aber nicht viel. Na gut, nimm die erstmal mit. Gesundheit wäre mir lieber. Und? Ja, dann trink doch mal die Suppe. Ach so, ja. Ja, brachte 5. Nicht schlecht. Ja, wir machen weiter hier. Guck mal hier. Noch ein bisschen Fruchtsuppe, Chrisse. Die andere auch trinken, bitte. Ja, warte, in Verwendung. Ach so. Ich vergesse das immer, dass ich nicht angucken darf. Mhm, ja, es geht mir... Ja, so langsam wird's... Wird's wieder langsam. So. Trinkt die beiden noch. Ach, schön, ey. Und wie viel hast du jetzt? Fast wieder voll. Na, guck. Oh. Mein Bidon ist leer. Ich bin energiemäßig top jetzt. Großartig. An Schlafen ist nicht zu denken. Bleib trotzdem mal noch ein bisschen am Feuer. Okay. Bis ich wieder ganz voll bin. Obwohl, ich könnte immer das Feuer nachfüllen. Ja, mach das. Haben da irgendwo Holz rumliegen, außer hier? Ja, hier, guck. Ja. Es war eine wissenschaftliche Untersuchung, weißt du? Mhm. Die halt leider nicht so gut funktioniert hat. Aber jetzt wissen wir Bescheid. Ja, auch wenn er nicht weiß, was er ist. Er weiß es trotzdem irgendwie. Ja.
mach mich auch mal energiemäßig ein bisschen besser dann, ja. So, ja, wir haben es gleich wieder. Du kleiner Schlürfer. So, da tun wir noch einen Knochen rein. Ist deine Axt kaputt, Junge? Wenn man übrigens Knochen nimmt vom Menschen, dann ist nicht so schlimm. Also nur das Fleisch scheint da nicht zu machen. Na dann ist ja gut. So. Alles macht sie kaputt. Ja, das stört mich. Nein, da rein tun solltest du das. So. So, ein Palm da, noch ein Palm da. So? Was denn? Ja, so. Ach so, okay. Oder? Ja, ja, wenn du das sagst. Wird das schon stimmen, da gehe ich von aus. So, ich kann auch wieder Pfeile machen, ne? Das ist toll. Ja, stimmt. Und das. Hier stehen, hier stehen. La la, ich stelle her. Das finde ich gut. Ne, ich auch. Na. Oh, Gottes Willen. Was machst du denn? Panther-Bombs. Die sind weggesprungen, weil die nicht hochgehoben werden wollten. So. Hey, jetzt komme ich da nicht ran. Ernsthaft? Die Pfeile hätte ich gerne hier. Na, nimm den Pfeil. Musst du jetzt den Pfeil ein nochmal? Ah, normaler. Mhm. So, eins, zwei. So, das können wir auch noch direkt herstellen, wenn wir gerade dabei sind. Ach, da komme ich hier nicht hin. Das ist ja nur ein Pfeil. So. Na gut. Hier fallen Bambusdinger von der Decke. Ja, puh, wie das nur passieren konnte, keine Ahnung. Nee, dachte ich mir schon, dass du das nicht gewesen sein nee, kannst. Nee, also sowas würde mir im Traum nicht einfallen. Ja, hier sind Seile, da schmeißen wir welche zu. Die sind, glaube ich, auch vom Himmel gefallen, die Seile hier. Das ist ein Zauberland. Wo Pfeile und Stöcke vom Himmel fallen. Da, einer noch. Warum komme ich denn jetzt nicht an den einen da? Doch. Hm, okay. So, wenn ich zwei Verbände in der Tasche habe, reicht ja wohl, oder? Ja, ich glaube, ich habe A2 einstecken. Ich habe irgendwas, Mensch. Was hast du denn, Schatz? Einen Egel. Er ist ja ekelig.
Ja. Bin ein bisschen dreckig. Wasch mich mal kurz. Ja, ich bin ein bisschen dreckig. Ach ja, Schatz. Ja. Schön mit dir. Ja, mit dir auch. Wäre mit niemandem sonst lieber im Dschungel gefangen. Wir sind ja nicht gefangen, wir wohnen hier. Ja, war nicht so ganz freiwillig. Also schon wir, aber Udo und Klaus nicht. Meinst du, Udo und Klaus wollten gar nicht hier sein? Nee, ich glaube nicht. Aber die machen jetzt halt das Beste draus, ne? Ja, nützt ja nichts, ne? Ja, eben. So, und dann wollte ich hier noch eine Fensterwand hinmachen. So. Dieses Blub hier immer, ne? Stupid piece Blub. of shit. Ja, hier macht immer was Blub. Meine Axt ist kaputt und ging. Meine auch. Ich habe aber so eine Steinklinge. Die habe ich zum Deppen geklaut. Ich denke, ich mache jetzt mal wieder welche aus Knochen. Also, Huch! was? Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich ins Wasser fall. Ja, das erschreckt mich auch, wenn du ins Wasser fällst. Ich bin schon wieder schmutzig, obwohl ich gerade im Wasser war. Mal sehen, was Vielleicht das jetzt mit deswegen. Saugbrühe ist. Kann man eine Bambusaxt machen? Na gut. Ich brauche Lehm. Und wundere mich, warum ich immer dreckig bin. Oh. Neue Oh. Axt habe ich. Kann ich ja jetzt weiter ein Ding holen gehen. Yay. Wie spät ist es eigentlich? Wahrscheinlich sollten wir längst im Bett sein, Bess. Sehr wahrscheinlich, ja. Aber ich kann nicht. Ja, aber wenn wir ins Bett gehen, müssten wir dann auch die Folge langsam beenden, ne? Ja, und das möchte ich. Aber ich habe auch ein bisschen Hunger, weißt Ich auch. du? Scheinst aber schon ein bisschen fertig zu sein. Ja, ich bin ja die ganze Zeit am Rennen. Ach so. Könnte vielleicht daran liegen. Ja, Bin mir wahrscheinlich. jetzt aber nicht so ganz sicher. Ganz schön dunkel hier. Mann, jetzt wollte ich doch die anderen nehmen. Gut, immer die. Ich kann die einfach hier hinlegen. Und dann kann ich die nächste Mal. Sind so klug. Du bist so klug. KLUK. Ganz genau. Ob wer jemand behauptet was anderes. Das würde sich niemand erlauben. Nee, ich habe nämlich eine Axt und so. Andere gefährliche Dinge. Die Seite Und der wollen wir Kaiman ist dein bester Freund. noch. Ja, okay.
Ja, aber es ist so ein Scherz immer, weißt du, dass ich ihn immer töte und so. Es ist so, hihihi. Ja. Ihr habt ja schon wieder einen Pfeil in den Kopf gejagt. Genau so. Das ist alles nur Spaß, weißt du? Er versteht das auch. Mhm. Ihr kennt euch ja schon lange. Ja, ja. Stimmt schon seit 25 Folgen oder so. Noch ein. Wir haben immer noch nicht aufgehört. Nee, das geht jetzt auch nicht. Nein? Okay, gut. Nee, dann ist gut, wenn du das sagst. Hm? Dann ist das halt so, ne? Ja, das geht jetzt nicht. Okay, ja dann. Ja, komm, Wasserschwein, wenn du schon mal da bist. Macht sie auch mit dir den lustigen Scherz, den sie immer mit dem Kaiman macht. Das Wasserschwein war schon tot. Ah ja. So. Fürchte, ich bin zu dick. Nein. Doch, komm hier nicht Schatz, hoch. Lass dir das von niemandem einreden. Aber ich komme hier nicht hoch. So, versuchen wir es jetzt nochmal. Ah, jetzt geht's. Geil! Was, dass ich hier hochkomme? Auch das, ja. Aber... Ich muss mal kurz hier ein bisschen was klauen. Was? Unser Feuer ist schon wieder aus, ey. Oh. Alles nehme ich mit. Alles, was dir liegt. Nee, dich nicht, Kanäle. So, ein Feuer bitte. Komm schon. Ich hab was gelernt. Wieso? Ach, ja, doch, ging. Habe ich denn gelernt? Guck mal. Ich hab was gelernt, warte. Ach so. Guck mal. Hier, diese Blätter. Jetzt, Mensch, ich guck grad, ich lese ein Buch. Aber, Schatz. Was denn? Du hast Feuer da oben gemacht. Aber wir müssen hier unten trotzdem Feuer machen. Kamin. Das ist so romantisch. Ja. So romantisch hier. Mir nie träumen lassen, dass es so schön sein würde. Nee, mit dir auch nicht. Ein eigenes Leben aufzubauen. Ne, fehlt bloß noch, dass wir die Schnellstraße bauen. Die können wir hier nicht bauen. Die musst du mit meinem Mann bauen. Tut mir leid. Ja. Also ein paar Parkplätze wäre eigentlich noch ganz gut. Hast du das Feuer fertig gemacht oder noch nicht? Nee, noch nicht ganz. Mir fehlten Stöcke. Okay. Große Stöcke. Nee, fehlen immer noch drei. Oh, jetzt ist er wieder müde, der Herr. Ja, ja, meiner auch. Aber jetzt kann er, jetzt geht nicht. Nee? Nee, es gibt Dinge, die müssen erst fertig gemacht werden. Okay. Was denn? Die eine Wand. Nur die eine Wand, bitte. Ach, wie schön das hier ist mit diesem kleinen Kamin hier. Was du für uns baust. Wunderschön, immer. Du bist schon wieder morgens, ne? Scheiße. Ah ja. Ja, unser Schlafrhythmus ist nicht der beste. Nö, aber wir müssen ja nicht irgendwie arbeiten gehen oder sowas. Insofern macht das ja nichts. Mhm. So.
die ich das, mein Glück kenne, brauche ich dann bestimmt noch genau einen Lehmziegelstein. Bin in so 3-4 Tagen bin ich wieder im Camp. Okay. Wo bist du hin? Ja, ich bin auf der Brücke, aber es ist, naja, gerade schwierig für mich, weißt du? Hä? Was denn jetzt passiert? Wieso? Was denn? Oh, wie mies ist das denn? Doch, so ist besser. Was denn? Habe ich mich jetzt ernsthaft verbrannt? Das macht man am Feuer schon mal. Nein, du darfst nicht hinter der Wand langlaufen. Hä? Wo das Feuer ist. Wie? Ich bin nicht vorn beim Feuer langgelaufen, sondern dahinter an der Wand. Und hab mich verbrannt. Glaube ich. Das ist ein Bug. Auch möglich, ja. Wegen mir könnten wir dann übrigens so langsam... Ich also mache jetzt erst noch Feuer hier. Okay. Ich habe jetzt extra was gegessen, damit er wieder mehr Kraft hat. So, jetzt okay. Aber. Dann mache ich nochmal Leben. Na? Na? Ah! Oh. Ach, schon gerade. So. Und dann lege ich nochmal hin. Da mal so. Und dann gibt es nochmal lecker Fleischsuppe und Apfelschneckensuppe. Dann so. Eigentlich müssten wir auch nie schlafen. Wir müssen nur das richtige Essen einfach. Dann geht das schon. Ja, ja. Bestimmt eine gute Idee. Ne? Bin mir sehr sicher, das ist bestimmt eine herausragend gute Idee. Auf jeden Fall. Da bin niemals ich mir auch sicher. Rums, 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 rums. So. Molly ist da rein. Und das Fleisch wollte ich noch einsortieren. Nicht Rest. Hä, warum habe ich denn jetzt Fieber? Was, Fieber? Ja. Da hast du Fieber. Weiß nicht, was mit mir ist. Was hast du getan? Hast du einen Frosch angefasst? Nein. Was denn? Ich verstehe es nicht so ganz. Ich hatte eigentlich einen Verband um diese Wunde gemacht. Ja. Aber der hat irgendwie... Ich habe eine infizierte Wunde, glaube ich. Da, naja, also... Und den Verband kann ich nicht mehr drauf machen. Da helfen Dinge gegen. Hatten wir nicht letztes Jahr rausgefunden, was? Hallo? Wieso geht die Schale denn? Ich bin ohnmächtig. Was? Warum? Du musst mich wiederbeleben, glaube ich. Muss ich das? Wo bist du denn? Ich lieg oben auf unserem Haus. Ich habe eine infizierte Wunde und Fieber. Huch, da war, ist auf einmal noch eine Leiter gewesen. Steh doch auf, bitte! Steh auf! Oh, ich muss mich ganz drinnend hinlegen und ich brauche... Oh Gott, ich brauche was zu trinken und ich muss mich hinlegen. Ja, du musst jetzt viel trinken bei Fieber. Ja, und ich habe aber immer noch diese infizierte Wunde. Ja. Was ist denn... Guck mal bei uns in die Truhe. Ich muss ins Bett. Dann leg dich kurz eine Stunde hin. Und dann guck mal bei uns in die Truhe. Bevor ich wieder ohnmächtig werde. Wie konnte denn das passieren? Das hilft nicht. Diese Pflanze hilft, aber ich habe keine Ahnung, wo hier eine steht. Okay, mein Fieber ist gleich weg. Warte mal. Fungieren, oder? War das der Fungienverband? Okay, Fieber ist schon mal weg. Jetzt ist nur noch die infizierte Wunde.
Ja, Fungien, glaube ich. Hm. Warte, ich komme. Ich bin hier. Hier bitte. Komm. Oh, Entschuldigung, ich habe ihn angeguckt. Ich bin gespannt, ob das hilft. Alter, wie konnte denn das... Boah, wie... nee, ich sehe es nicht. Ich kann es nicht. Dann guck mal hier in die Kiste, da ist noch ein Ascheverband, ob der hilft. Oder dieser Tabakverband, der ist auch noch da drin. Einer davon hilft. Asche, Tabak. Ich verstehe es nur nicht, wie das passieren konnte, weil ich habe eigentlich Verband drauf gemacht. Vergiss nicht zu trinken, du musst jetzt ganz viel trinken. Also es geht beides nicht, ich kann keinen Verband drauf machen. Okay. Nicht einen. Dann ist das wahrscheinlich irgendwas, was wir noch nicht haben. Oder vielleicht auch nie kriegen. Aber das ist... Hä? Aber das muss ja irgendwie geheilt werden können. Kannst du Maden drauf tun? Das kann sein, warte. Maden hatte ich vorhin in die Kiste gepackt. Dann bist du eine Madenfrau. Kommt her, ihr kleinen Schnuckis. So, mal gucken. Das wird super eklig. Nur für das Projekt. Ja, das geht. Da bin ich aber mal gespannt jetzt auf deine Folge mal. Okay, ich bin doch froh, dass man hier nicht ranzoomen kann. Sonst müsste ich das jetzt tun. Ich kann ja nirgendwo anders gerade hingucken. Das ist ja voll widerlich. Mann, wieso? Nee, aber irgendwas stimmt hier gerade nicht. Weißt du, woran das lag, glaube ich? Ich hatte den Verband zwar drum gemacht und habe aber danach mit Matsche gespielt. Ja, okay, das solltest du natürlich besser nicht tun. Ich geh mich mal waschen. So, kann ich jetzt Wasser reintun, wo ich von der Seite rankomme? Dann kein Wasser. Bin doof. Ich bin so doof manchmal, ne? Wieso? Wieso bin ich so doof? Du bist nicht doof. Doch. Nein. Mal ein leeres Bidon und wundere mich, warum kein Wasser da reinkommt. Ich muss noch mal angucken, ja. Das ist wie so ein Autounfall. Und wenn das mit dem Baden weg ist, das siehst du dann da links über... Die krabbeln da ja recht rum. Seht ihr die da? Die da hier? Die krabbelt voll. Die ist schon tot. Nee, die krabbelt auch noch. Die ist tote. Hä? Wo kommt die Schnecke da drin her? Nee, egal. Guckt mal, wie das aussieht. Bah! Das ist ja widerlich. Schön, dass du Spaß hast. Und meine Gesundheit sinkt und sinkt. Trinken! Ich bin voll mit Trinken. Ich habe kein Fieber mehr. So, was hast du dann? Na, nur noch die Maden am Bein. Ist doch mal Schmerzmittel. Vielleicht hilft das ja diesmal. Nö. Okay, zeig mir deine Maden. Da am linken Bein. Du hast deine Rüstung gerade an. Ach so, warte. Soll dein Bein mal zu zeigen, so? Da. Warte. Siehst du das? Wie hocke ich mich? So. Easy, die Maden nicht, aber easy, das eklig aus. Liebst du mich trotzdem noch? Ja, sobald das verheilt ist. Oh, warte, jetzt habe ich schon wieder. Jetzt habe ich wieder ein Zeichen. Geh mal hoch dazu. Das ist mir. Ich habe ein Zeichen. Meine Wunde. Okay, jetzt ist wieder eine offene Wunde. Und da packe ich jetzt einen Verband. Normalen oder einen Tabak? Normaler müsste eigentlich gehen, oder? Normaler müsste reichen, aber Tabak. Ich habe jetzt einen normalen draufgepackt. So. Oh, ich habe was. Ich gerade. Solange es keine infizierte Wunde ist, ist alles gut. Aber wir haben dich gerettet. Ja. Das war sehr schön. Pack mal die Verbände wieder hier rein.
Ich spiele mal für dich mit Matsche eben. Ja, das mache ich jetzt lieber gerade nicht, vielleicht. Nee, besser nicht. Also aber ich glaube, dass es daran lag. Wir sind übrigens jetzt wieder bei 50 Minuten. Was? Ja, du hast doch gesagt, du wolltest 50 Minuten. Ich lösch mal das Feuer. Hast du Angst vor dem Feuer, ne? Ein bisschen. Ja, Ja, sollen wir dann jetzt aufhören oder nicht? Ja, halte ich prinzipiell für eine gute Idee. Wir haben ja jetzt erfolgreich überlebt. Eine Zeit lang, ja. Boah, wir haben 10.51 Uhr und ich bin so müde. Nochmal speichern ist vielleicht nicht so. Ich leg mich jetzt erstmal hin und speichere. Nein, speicher! Ich leg mich jetzt hin. Legst du dich mit mir hin noch, während wir tschüss sagen? Das kuscheln. Okay. Wir kuscheln jetzt. Gute Nacht. Nacht. Tschüss. Tschüss. Und du liegst schon da.